Willkommen auf dem Kanal von MeleBenMTG. Heute gibt es ein Modern Horizon 2 Pre-Release Kit. Wir machen wieder unsere Challenge. Die Kollegen, die auch mitmachen, sind alle unter dem Video verlinkt. Und schauen, ob wir heute mit Value was reißen können. Alles weiter gibt es nach Intro. Bis gleich. So, bin gespannt. Das erste haben wir schon aufgemacht gehabt, also im Stream letztes Mal auf Twitch. Es war nicht schlecht, also sehr gut sogar. Ob man nochmal so gut ziehen können, wird die Frage sein. Diesmal haben wir einen roten Würfel. Letztes Mal hatten wir einen weißen, sehr schön. Und da haben wir schon was gespoilt. Wir haben einen Eichelspeier als Promo. Ein richtig witziges Artwerk. Wenn wir schauen, wie viel die wert ist. Und unsere 6 Booster. Das heißt, wir starten mit dem ersten Booster. Ich hoffe, ich kann. Also zum ersten werde ich wahrscheinlich nicht mithalten. Da wird ein Catacombs gewesen. Karte, die habe ich jetzt irgendwo in der Nähe liegen. So, schauen wir mal drüber. Geweihte Kabbalisten, Faces Looting quasi, das Treulose Bergen Pendant dazu mit dem Artwork. Hier haben wir eine Sketchkarte, auch interessant, so glänzend, naja, witzig. Und Ankamen, der Brainstorm als Artefakt, auch sehr nice. Und hier haben wir noch. Hier haben wir 4 Ankamen. Nicht übel. Christ, Flut des Hungers. Und noch eine Foil. Lichtbogen, Spurensucher. Christ, Flut des Hungers. Ich glaube, die kann man sogar als Commander spielen, weil sie eben keine. Also auch als Kreatur zählt. Dann, erstes Pack war okay. Zweites Pack. Eine Umwälzung. Leider in Commander gebannt. Man, leider Gutes in Commander gebannt ist. Die ist etwas stark. Und ein Sonnentalisman. Auch sehr nice. Ein Soul Ring mit etwas Delay. Kann man in Commander spielen, kann man aber auch in anderen Formaten vielleicht spielen. Schnattersturm, neue Sturmkarte mit Eichhörnchen. Zwei von den Artefaktländern hintereinander. Dann eine Old Border, verderbter Einbuddler. Und Old Border Rare, unvermeintlicher Verrat. Witziges Artwork. Also im Value vom ersten Pack mit 2 Fetchländern werden wir nicht mehr schlagen können. Da bin ich mir sicher. Herr Fluthund, den haben wir auch schon dreimal gezogen. Fluthund, wieder 2 von den Artefaktländern hintereinander. Dann zeitlose Zeugin, das ist quasi. Eternal Witness quasi mäßig. Und Auspresser. Und noch eine Gebäudedurchsuchung. Die ist nicht schlecht. Die ist nicht schlecht. Gute Karte. Die werde ich glaube sogar in der Deck herbauen. Immer wenn eine Kreatur dich oder einen Planeswalker, den du kontrollierst, angreift, stellt Nachforschungen an. Also kriegst du so einen Artefakt-Hinweis-Spielstein, den man opfern kann und Karten ziehen. Das ist nicht übel. Eigentlich ist der Schlurfer, hat man glaube ich schon mal. Und das ist auch ein richtig gutes Enchantment. Fortbestehende Anmut, so gut. Arcus Tempeldienerin Sketch. Meereskeder, ich mag das Wasser. Und blühender Befehl. Da haben wir eine Rare. Ah, eine Rare, eine Foil.
an der Vernunft laben. Blühender Befehl, der ist auch nicht so schlecht. Letztes Booster. Also Valley-mäßig hätte ich das erste aufmachen müssen, das war wirklich besser. Also fürs Video. Aber hier wäre ich nicht weit kommen. Da habe ich, glaube ich, definitiv abgelost. Lichtbogenwölbe Energiedepot. Ja, da haben wir das abgeschiftete. Das war früher eigentlich ein Ankammern. Feuer und Eis. Und der zeitlose Drache. Das ist auch interessant. Noch ein Eichhörnchen da. Schauen wir noch kurz drüber. In Wert blende ich dann gleich ein. War ganz okay. Aber bei weitem nicht so gut wie das erste Pack, was ich im Stream aufgemacht habe. Falls du das sehen willst, schaut es beim Stream vorbei. Und natürlich bei den Kollegen, die auch mitmachen bei der Challenge. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich im nächsten Video. Ciao.